Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Heute waschen wir das erste Mal hier unsere Testfläche, unsere Motorhaube. Da haben wir das Fuser-Code von Soft 99 drauf. 2000 Kilometer in 2 Wochen. Und Motorhaube wird auf der Autobahn richtig, richtig warm. Also das Wachs muss sich echt hier gegen die Hitze durchsetzen. Wir haben auch ein bisschen Vogelflecken drauf, hier auf der Scheibe auch richtig Vogeldreck noch mit drauf. Wir waschen das heute mal gemeinsam. Ich habe Waschhandschuhe mitgebracht, Wasser und natürlich auch noch mal hier das Creamy Shampoo von Soft 99. Das wollten wir uns ja auch noch mal gemeinsam etwas genauer anschauen. Ich gebe mir mal ein bisschen was hier in den Wascheimer rein und dann sprühen wir das Soft 99. Zack. Das Fuser-Code erstmal ein bisschen mit Wasser ab, um die groben Verschmutzungen runterzunehmen, und schauen uns mal das Abhellverhalten an mit Schmutz sozusagen noch drauf nach den weiteren 1000 Kilometern. Das letzte Mal haben wir ja nur mit Wasser abgeduscht und dann waschen wir das Ganze mal. Ich mache mir aber noch ein bisschen mehr Wasser rein, dass wir ungefähr so auf knapp 9-10 Liter kommen. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier nach der Strecke noch aussieht. Los geht's. So, erstmal Zustand vorher. Ihr seht hier, wir haben viele, viele Vogelkotreste drauf, auch viele kleine Spritzer hier mit. Geht. Und da auf der Scheibe auch alles voll. So, also ich glaube, das sieht doch absolut spitze aus. Also auch 2000 Kilometer hier. Ich glaube, wir sind jetzt heißt es mal, 95% davon waren Autobahnfahrt. Und da sieht das doch echt top aus. Und jetzt gehen wir mit dem ganz sanften Waschhandschuh drüber und dem Creamy Shampoo. Ich meine, eine richtige Shampoo-Blume hier drauf. So. Kann das ein bisschen den Schmutz anlösen. Und jetzt gehen wir hier mit viel, viel Wasser einfach mal drüber, gleiten hier über die Oberfläche, nehmen so den letzten kleinen Schmutz mit runter, eine Seite. Waschhandschuhe haben genug Wasser drin, um problemlos auch noch die zweite Seite zu machen. Hier, zack. Und dann andere Seite genauso. Hier war ja so ein richtiger Bienenkot. Wurst. So. Und ich mache gleich noch ein bisschen die Scheibe mit. Weil hier waren ja auch so ein paar Flecken, aber ich glaube, der Hochdruckreiniger hat schon viel mit runtergenommen. Hier ist noch so eine kleine Bienenkotwurst hier oben. So, also das sollte eigentlich ausreichen. Ich gehe nochmal hier ein bisschen was einweichen. Hier gehe ich nochmal mit lang, damit ich die Scheibe gleich noch mit sauber bekomme. Und jetzt sollte das ausreichen. So. Also ich würde mal ganz klar sagen, das funktioniert mit dem Creamy Shampoo absolut traumhaft. Holt euch einen schönen Waschhandschuh dazu. Ablaufbahnen sind schön frei. Wir haben sogar hier, da wo ein bisschen Vogelkot drauf lag, ist eine ganz kleine Stelle angegriffen. Da könnt ihr zum Beispiel mit dem Speed and Barrier jetzt wieder ein bisschen nachhelfen. Ihr habt es bestimmt durchs Wachs durchgeätzt und das Wachs praktisch beschädigt. So ein ganz kleiner Streifen hier. Und zwar hier. Da, seht ihr das hier? Da hat es das Wachs ein bisschen angegriffen, da kann man auch gerne mal nachbehandeln. Und hier drüben haben wir noch eine Stelle, und zwar hier, da, diesen kleinen Streifen, da war bestimmt Vogelkot drauf, weil wir hatten ja hier auf der Scheibe auch ganz viel. Das ist jetzt auch wieder weg, ne? Das sah vorher, da hat man einen richtig großen Fleck drauf. Aber ansonsten haben wir hier wieder richtig schöne, runde Perlchen. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Natürlich hier unser Streifen, wo wir nichts drauf haben,
Da ist natürlich hier, das ist unsere Referenz, ne? Nichts drauf, aber ansonsten hier schöne, schöne runde Perlen. Auto steht ja durch das Gefälle so leicht nach hinten geneigt, aber hier, zack, weg ist er. Also sehr, sehr schön. Und genau hier da, wo der Vogelkot war, da, die Stelle würde ich nochmal nachbehandeln. Und das zeige ich auch ganz offen und ehrlich. Also, wenn ihr hier so wirklich unter dem Baum mal standet oder die Tauben oder was auch immer sich hier richtig, da, und zack, wenn die sich mal richtig verewigt haben, dann müsst ihr vielleicht nochmal nachbehandeln, weil einfach das ist so sauer und ätzt so dermaßen durch die Versiegelung durch. Und darum einfach da einfach nachbehandeln. Das geht ja mit Wachs sehr, sehr schnell. So, und jetzt kommt hier der nächste Tropf. Guck mal, der sammelt nichts auf und rutscht trotzdem. Also Wachs wirklich in einem sehr, sehr schönen Zustand noch. 2000 Kilometer, nur Autobahn. Und zack, und da machen sie zusammen los. Perfekt. Fussercoat, 2000 Kilometer, wieder ein kurzes Update. Ich will euch da immer so in kleinen Zeitetappen ein schönes Update geben. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Und schaut es euch gerne mal an. Schöne Sache. Ciao.